frage Milton Friedman, welche Lösung er sich für das Problem Arbeitslosigkeit vorstellt. That is not the problem. That's not the problem. You can always have a job for Das ist nicht das Problem. Es gibt immer Arbeit für alle. Arbeit ist da. Der Grund, weshalb nicht alle Arbeit haben, ist, dass man die Menschen daran hindert zu arbeiten. Da gibt es die Mindestlöhne oder Gewerkschaften, die nur die Einstellung ihrer Mitglieder zulassen. Das Problem ist also nicht, dass es zu wenig Arbeit gibt, sondern die Hindernisse, die zwischen den Menschen und der Arbeit stehen. Deren Beseitigung ist das eigentliche Problem. Wenn wir also die Mindestlöhne abschaffen, können wir jedem eine Arbeit bieten? Wer wir? Und wieso bieten? Jeder kann selbst Arbeit finden.